Hi liebe Leute, heute ein kürzeres Video im Trail Fahrtechnik. Und zwar wurde die Frage mir letztens bei einer Fortbildung von Trainern wieder mal gestellt und das kommt halt wirklich immer noch gar nicht mal so selten vor, ist die Frage der Pedalwende oder Kurbelwende, je nachdem wie man es nennt. Und zwar gab es das häufiger früher, auch im Leistungssportbereich, dass es gelehrt wurde, dass man je nach Kurvenrichtung bei Kehren oder so die Kurbel den Schulkefuß wechselt. Also wenn man normalerweise den rechten Fuß vorne hat, dass man dann wechseln würde je nach Kurvenseite. Und das wurde wirklich nicht nur, so steht man einem Magazin als Tipp, sondern es wurde systematisch gelehrt, deswegen ist es immer noch in manchen Köpfen. Und jetzt müssen wir mal gucken, warum empfehlen die Fahrtechniktrainer heutzutage das eigentlich nicht mehr. Was sind die Vor- und Nachteile und ihr müsst dann selber entscheiden. In der Theorie wäre es jetzt so, wenn man sagt, normal hat man Schokofuß so, dass man sich ja dann in der Körperrotation gegen sein Bein dreht. Deswegen sollte man das wechseln, dass man hier einfach in der Körperdrehung, die man ja bei einer Kurve natürlicherweise so macht, dass man dann mehr Freiheit hat und besser umdrehen kann. Auch für manche sagen das selbst für Versetzen und so weiter. Jetzt gibt es aber einen riesigen Punkt an Nachteilen, weil klar, wenn man das so macht, dann denkt man, ja stimmt ja, gegen das vordere Bein zu drehen ist doof, deswegen wechseln. Aber Nachteil Nummer 1, natürlich musst du dann im technischen Gelände, Wurzelsteine, die Kurbel wechseln und die wechselt nicht so, sondern die muss einmal rum und dann kommst du ganz schnell mit dem Pedal auf. Außerdem ist wieder ein Punkt, auf den du dich mehr konzentrieren musst, wo du auch achten musst, aha, Linkskurve, jetzt Pedal so. Klar, das kann man durch viel Wiederholung automatisieren, aber es ist wieder eine Zusatzbewegung und wieder was, wo man vom Gehirn zusätzlich achten muss. Jetzt ist es natürlich auch noch so, ihr habt ja nicht umsonst euren Schokofuß. Also ihr werdet, wenn ihr noch nie euch Gedanken gemacht habt, werdet merken, normalerweise steht ihr immer mit dem einen Fuß vorne, da hängt die vorderen Fuß hängt auch die Ferse und damit fahrt ihr auch das Technische oder wenn ihr Sprung habt, da denkt ihr nicht drüber nach. Wenn ihr das mal tauscht und ihr habt das nicht lange geübt, dass ihr auch den anderen Fuß gut fahren könnt, dann werdet ihr erstmal denken, oh mein Gott, eine Vorstraße würde ich so noch fahren, aber nicht technische Trails, Hinterversetzen oder Sprünge. Deswegen müsste man, wenn man dieses Pedalwechsel machen will, müsste man ganz viel den falschen Fuß fahren, um das zu trainieren, dass man noch einigermaßen souverän darin ist. Das ist auch einer der Hauptnachteile. Genau. Und ja, das müsst ihr selber entscheiden. Ich will es auch niemandem komplett verbieten, nur ich würde abraten, das zu machen. Und ja. Ich hoffe, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare, weil die Frage kommt wirklich mal. Wenn ihr es selber mal probiert habt, erzählt mal, wie es bei euch war. Und ja, ich bin ganz gespannt. Und ich will auf jeden Fall mal bei Nino Schurter, dem Weltmeister im Cross Country, mal gucken, ob er das macht. Weil mir wurde gesagt, der macht das wirklich. Ich gucke mal beim nächsten Rennen mal genau hin. Bis zum nächsten Video. Ciao.